Willkommen zurück, meine Freunde, beim Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und natürlich auch dem Reselling, Teil 2 der Lego-Neuheiten für August. Wie versprochen, teile ich es in zwei Teile auf und ich habe jetzt mal ein bisschen nur meinen Kopf aufgemacht, damit ihr mal sehen könnt. Also, das geht hier bis über die Decke, also da sind auch noch ein paar Sets. Ja. So, machen wir es mal wieder so. Also, wie versprochen, gibt es jetzt noch die restlichen paar Sets und dann gehen wir nochmal auf die GWPs ein und ob sich das lohnt, beziehungsweise welche Sets ich dann dafür auswählen würde. Ja, kommen wir zu der Technikreihe. Ihr wisst, ich selber tue mich immer so ein bisschen schwer mit der Technikreihe. Von daher gibt es da sicherlich welche, die da etwas mehr fachlichere Meinung haben. Und das ist ja alles hier keine Anlage- oder Kaufempfehlung, auch in diesem Teil des Videos nicht, sondern nur meine persönliche Meinung. Ja, also der Schwerlast-Abschleppwagen sieht cool aus, hat kein 2-in-1, hat aber pneumatische Funktionen, den Kran wahrscheinlich. Ja, Teilepreis ist in Ordnung, hat aber keine Lizenz oder dergleichen, würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt mir hinlegen, sagen wir es mal so. Anders sieht es eigentlich aus mit dem Lizenzmodell hier des Zetros Offroad Truck. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, oder Zetros. Ja, mit Control-Element. Ja, fast gleiche Anzahl von Teile, also doppelt der Teilepreis. Ich glaube, irgendwie 7 Cent und 14 Cent sind es hier. Also die Lizenz von Mercedes kostet einiges. Und das ist eigentlich auch so das Problem. Also es ist, ja, es, mir fehlt hier irgendwie auch so der Bezug dazu. 300 € ist natürlich eine Menge Geld, eine Menge, Menge Geld. Selbst mit Rabatt sehe ich da irgendwie nicht so die Upside, sage ich mal. Und von daher bin ich bei beiden Technik-Sets dieses Mal draußen. Ja, und kommen wir last but not least zu den Mario-Sets. Und ja, Mario kriegt Gesellschaft von Luigi. Also das Luigi-Starter-Set kommt mit dazu. Bei den beiden Starter-Set, da die mehr oder weniger sozusagen das ja, Grundgerüst, das Fundament dieser ganzen Set-Reihe sind, denke ich immer, dass die länger laufen werden. Von daher finde ich diese beiden Sets immer schwieriger wegen Anlage und lasse die eigentlich immer außen vor. Ja, gehen wir mal weiter durch. Wir haben hier den Kippturm mit den Sumo-Brüder-Boss. Finde ich persönlich, nicht nur weil es teiletechnisch das teuerste Set ist von den neuen, aber auch am schwächsten. Ja, wir haben hier eine zusammengebauten Sumo-Brüder. Ja, und in der Vergangenheit haben wir auch gesehen, dass tatsächlich diese Sets relativ rigoros von Lego aussortiert werden, wenn die nicht laufen und die anderen werden knallhart weitergeführt. Also wir haben ja jetzt aus der ersten Welle ja schon einige End of Life gehen lassen und andere laufen einfach weiter. Also hier würde ich persönlich eher passen. Das Set finde ich wiederum besser und hat auch einen besseren Teilepreis. Wir haben hier einige zusammengesteckte Figuren, also auch hier keine, ja, sage ich mal, Hauptfiguren als solches. Finde ich aber ganz schön gemacht. Könnte man sich angucken. Jetzt super stark finde ich das Set auch nicht, aber so, sage ich mal, kann ganz gut laufen. Dann kommen wir zu Resnors. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Absturz, also hier mit den Rhinozerossen. Finde ich ja, das zweitstärkste Set. Also, wenn ihr mich fragt, würde ich das auf jeden Fall bevorzugen. Ja, wir haben hier, ich glaube, haben wir den drinne? Sieht man das hier? Ja, ich glaube, ja, hier sieht man das. Da ist eben ein blauer Tod auch dabei. Ja, und zwei Rhinos. Und Teilepreis ist auch in Ordnung, also zumindest besser als bei dem Kippturm. Von daher bisher mein Favorit, wenn da nicht noch ein besseres kommen würde, nämlich
Bowsers Luftschiff, für mich der ganz klar Start dieser Welle. Ja, Endbosskampf sozusagen nach der Festung aus der ersten Reihe ist jetzt sozusagen, aus der ersten Serie, ist das jetzt sozusagen der zweite Teil mit dem Fliegenden hier. Also selber nicht mit Bowser, sondern mit dem Fliegenden. Also auch ein Endbosskampf, ich glaube, das war der Junior oder so. Ja, finde ich ein sehr schönes Set, auch Teilepreis okay, echt cool gemacht und mein Favorit aus der Reihe, aber Reznor finde ich auch gut. Also die beiden würde ich mir mal mehr angucken und ja, die Charakter Series, da ist ja immer so, die bisherigen sind auch immer ja, schnell eingestellt worden und dementsprechend natürlich auch eine gute Wertentwicklung. Problem ist natürlich für die meisten, da ordentliche Mengen zu bekommen, dass sie sich auch lohnen, in den Shop mit aufgenommen zu werden. Aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und das da vielleicht irgendwie 10, 20% auf die UVP bekommt, das könnte sich schon lohnen und einfach auch ein bisschen zum Pushen der Bewertungen. Ja, kommen wir mal zu den GWPs und da haben wir, ich gehe jetzt nicht auf alle ein, also wir haben hier jetzt vom 1. bis zum 5. eben diesen Polybag, den habe ich vorhin ausgelassen, von diesen Legenden der 10 Ringe, kann man auch so kaufen. Den gibt es ab 40 Euro, glaube ich, aber nur, wenn man Marvel-Produkte kauft, also Marvel müssen sein, nicht unbedingt Legende der 10 Ringe. Ja, finde ich, kann man mitnehmen. Hat jetzt, glaube ich, einen Wert irgendwie von 3,99 oder so. Und dann das wohl große Set, das dann für uns alle am interessantesten ist. Das ist hier aus diesem Bauwettbewerb über Ideas. Und ja, mit eines der teuersten GWPs, die es bisher gab, nämlich dieses Set, gibt es ab einem Einkaufspreis von 200 Euro dazu. Es ist zugegebenermaßen auch etwas größer als die anderen GWPs, aber das ist schon extrem hastig. Lego gibt den Wert an mit 40 Euro dieses Sets. Ja, und ansonsten auch hier wieder ein kleiner Anreiz, dass man sich beim VIP-Center anmeldet, was ja auch nichts kostet, denn dieses Set gibt es exklusiv erstmal für VIP-Kunden vom 1. bis zum 3. und dann wird es freigeschaltet auch für alle anderen und nur solange der Vorrat reicht, ist aber angesetzt für den ganzen Monat und dementsprechend natürlich werden sie da ein bisschen mehr produziert haben, gehe ich jetzt davon mal aus. So, 200 Euro ist natürlich schon echt hastig. 40 Euro Gegenwert. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir die auch bei eBay nach Abzug der Kosten kriegen würden. Ja, muss man ja auch sagen, dass es dann eher wahrscheinlich für 50 Euro und mehr verkauft wird, je nachdem. Entspricht das auf die 200 Euro 20%? Mit wie normalen VIP-Punkten sind wir irgendwie bei 25%. Damit ist natürlich dann auch schon wieder für euch beantwortet, wo sich's am meisten lohnt mit teilexklusiven oder exklusiven Sets, die es sonst nicht so gibt, mit großartigen Rabatt. Wenn ihr einen Blick auf das Gunship geworfen habt, ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass eben es da wohl einen Fehldruck geben soll. In der ersten Charge wäre das wahrscheinlich ein Thema. Ansonsten muss man sich eben angucken, wahrscheinlich die Brickheads, wenn man da mehrere bestellen würde, wäre eine Option, weil darauf gibt es normal gar keinen Rabatt. Es gibt wirklich wenige Sets, die Mindestgröße erfüllen, was jetzt hier gerade passt, weil ich es gerade sehe, zum Beispiel auch eine Schreibmaschine plus ein Looney Tune, würde man auch drüber kommen. Also es lohnt sich eigentlich nur für die exklusiven Sets vor allem, weil die kriegt man nicht mit Rabatt oder die teilexklusiven Sets, wobei da ist eben Aufwand und wenn man es mal irgendwo für 20% sieht, dann ist es fast gleichwertig. Damit ist die Auswahl relativ klein, ne? Also man kann ein bisschen hier gucken. Man kann natürlich auch den Daily Bugle nehmen. Ja, also um die 200 Euro sollte es sein, zum Auffüllen mindestens teilexklusiv. Gucken wir mal hier. Ja, so eine
kann auch mal das neueste Creator Expert sein, Building Collection und dann noch ein bisschen zum Auffüllen. Oder falls ihr Fans seid, weil ich es jetzt auch gerade sehe, natürlich Monkey Kid. Die gibt es gar nicht mit Rabatt. Die gibt es immer nur im Lego Store. Oder eben dann ganz viele Brickheads. Da könnte sich das durchaus lohnen. Also es gibt ein paar Sachen, aber 200 € ist eben auch kein Pappenstiel. Und ich glaube auch nicht unbedingt so schlimm, wenn man es auslässt. Beziehungsweise das, also aus Händlersicht ist es natürlich auch so, jetzt einmal was für 200 bestellen. Da müsst ihr extra dieses Segelboot anlegen, die Beschreibung machen. Also das lohnt sich dann eher, wenn man wirklich sagt, okay, man holt sich jetzt auch hier 3, 4, 5 Mal, also irgendwie 800 € mehr, dass man das Set auch 4, 5 Mal hat, dass man das eben auch anbieten kann. Ansonsten hat man eben einen Arbeitsschritt und nur mit einem Set, naja. Also das so meine persönliche Meinung. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe jetzt in zwei Teile gemacht, ansonsten wären wir hier irgendwie bei ja, über 30 Minuten gelandet und ich wünsche uns ansonsten noch eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich natürlich auch hier freuen über einen Daumen nach oben, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gerne auch das zu machen und ja, ansonsten nächstes Mal muss ich ja wieder ein bisschen hier die Kamera anders stellen, hier nicht Doppelkinn und so weiter. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video, euer Markus, ciao.